Markus Sorg fernab von Hektik und Trainerentlassung. Hier im Schwarzwald wird noch in größter Ruhe gearbeitet. Pluspunkt Freiburg. Das zeichnet uns aus, weil Vergleichsvereine, die ähnliche Möglichkeiten haben wie wir, nicht mehr in der ersten Liga sind, weil sie genau gewisse Mechanismen vollziehen, die einfach auf uns nicht passen. Und deswegen sind wir noch erster Liga. Grüß Gott in der heilen Welt. Kontinuität ist hier das Zauberwort. Jetzt ist zwar Freiburg letzter, aber na und? Kein Theater beim Training, nur 8 Leutchen, 2 Groupies, einmal Vater und Sohn, einmal Opa und Enkelchen und noch 2 andere, die gerade nichts Besseres zu tun hatten. Hier gehen die Uhren anders. Und wer könnte das besser wissen als der Freiburger Ehrenspielführer? Dieser Verein zeigt jetzt die letzten Jahre tatsächlich eben auch, dass man einen roten Faden hat, dass man daran festhält und dass egal wie der Tabellenstand ist, dass nicht alles daran festgemacht wird und dass man hier auch nicht die Nerven verliert. Und so werden denn Trainermotive in Freiburg weniger bleiben. Finke, Dutt, Sorg, 3 Mann in 20 Jahren, da geht es ja beim Rest der Republik zum Teil ganz anders zu. Ich habe in Stuttgart, ich weiß es nicht genau, 5 Trainer vielleicht gehabt innerhalb kurzer Zeit. Felix Magath war der längste noch, Ralf Rangnick, dann Felix Magath, Matthias Sammer, Trabatoni, Armin Fehn. Relativ kurzer Zeit und danach ging es ja gerade so weit in Stuttgart. Das ist bloß so ein Beispiel, da kann über lange Sicht auch nichts aufgebaut werden. Also deshalb ist es eigentlich für den Verein generell, nicht nur für die Mannschaft gut, wenn da Kontinuität im Verein steckt. Wie gesagt, Platz 18, kein Grund für eine Trainerdiskussion. Hier geht es um Vereinsphilosophie. Gute Arbeit kann sogar Abstieg beinhalten, klingt komisch, ist aber so. Schnelles Kurzpassspiel pflegen, Kicker entwickeln, Ausbildungsverein sein. Da ist der jetzige Trainer genau richtig. Man hat eigen ausgebildeten Trainer mit dem Markus Sorg genommen, der hier die ganzen Gegebenheiten kennt, der die Philosophie auch lebt. Das finde ich klasse. Und diese Mannschaft hat gute Ansätze bislang auch gezeigt. Vielleicht nicht ganz die Ergebnisse eingespielt, aber man hält hier am Trainer fest, ist überzeugt von ihm. Und das ist das Allerwichtigste. Kurios, der sicherste Trainerjob der Liga ist beim Tabellenletzten. Auch weil Präsident Keller im wahrsten Sinne des Wortes hinter Sorg steht, gelassen und überzeugt. Wenn man die Spiele verfolgt hat, dann bis auf 1, das war katastrophal, das haben wir alle gesehen, waren eigentlich 8 von 9, waren wir mindestens ebenbürtig oder hätten sie gewinnen sollen. Weiter arbeiten auf Freiburger Weise und die ist, naja, Sie ahnen es schon, halt total entspannt und zwar genau da, wo andere Leute Urlaub machen. Irgendwie leben die hier wirklich auf einem eigenen Planeten. Wie passend deshalb die Wegbezeichnung am Stadion. Wobei, egal, ist denen hier ein Abstieg natürlich nicht. Grundsätzlich würde mir das als Freiburger natürlich wehtun, wenn der SC absteigen sollte. Aber ich sehe beim SC nicht die Gefahr, falls es dann doch so sein sollte, dass irgendwie hier die ganze Philosophie auseinanderbricht. Sagt er und geht erstmal ein Viertel badischen Roten trinken. Ganz gemütlich, versteht sich, wie auch die Fans wissen. Die Zeit geht hier ein bisschen langsamer und man denkt in anderen Kategorien. Man denkt nicht von Woche zu Woche, sondern in Jahren oder auch Jahrzehnten. Und so verkündet denn da hinten das Schwarzwaldmädel, dass hier im tiefsten Südwesten der Republik die Uhren aber gehörig anders gehen. Drum interessiert uns. Haben Sie eigentlich eine Kuckucksuhr? Nein, im Moment habe ich keine, nein. Aber Schwarzwälder Kirsch habe ich immer zu Hause im Kühlschrank. Gemütlichkeit trotz Abstiegskampf oder anders, entspannt, aber doch nicht sorglos. Denn der bleibt jede Wette noch lange Zeit Trainer an diesem so besonderen Fußballstandort. Bundesliga aktuell, vom Montag bis Freitag, immer 18:30 Uhr auf Sport 1.